Tun, guten Morgen, ich bin Hamid Arbabsate, ich komme aus Afghanistan. Seit fast zwei Jahren bin ich in Deutschland, gerade ich wohne in Europin. Ich muss wissen, ob die Leute, warum haben sie Angst vor Flüchtlingen? Und ich muss wissen, warum die Leute haben sie Angst vor Flüchtlingen. Guten Morgen, ich bin Hamid Arbabzadeh, ich komme aus Afghanistan. Seit fast zwei Jahren bin ich in Deutschland, gerade ich wohne in Europin. Ich habe ein paar Fragen. Haben Sie Angst vor Ausländern? Nein. Nee. Nein. Nein? Nein. Nee. Nee. Nein, ich hab keine Angst. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nein, warum sollte ich? Die tun mir sehr leid, die Flüchtlinge. Die kommen ja aus den Kriegsgebieten. Ich meine, wenn ich im Kriegsgebiet wäre, würde ich ja auch ein Land wählen, wo kein Krieg ist, wo es gut ist. Die es wirklich nötig haben. Die jetzt, es gibt ja halt welche auch, die einfach mal, vielleicht so in unser Land kommen und das nicht verdienen. Oder nicht verdienen ist falsch gesagt. Papa. Vielleicht einfach einen Grund suchen, hierher zu kommen, ohne dass es ein Flüchtling ist, in Anführungsstrichen. Finde ich aber gut, dass Deutschland das so macht, dass sie Flüchtlinge aufnimmt, weil es einfach mal so für die nicht richtig ist, da zu bleiben, wegen Krieg und alles. Das finde ich schon gut, dass es so ist. In meinem Alter ist da nicht mehr viel los mit. Was soll ich dazu sagen? Sicher, ich unterstütze sie auch, aber wie? Ich bin 76, ich habe da nicht mehr viel vom Leben zu erhoffen. Weil vorher nicht so viel Ausländer kommen, aber jetzt ist so viel Ausländer in Deutschland. Na, wir hatten in Europin ja früher viele von den Russen hier. Und da sind wir auch ganz gut zurechtgekommen. Aber Angst habe ich definitiv nicht vor Ausländern. Im Gegenteil. Haben Sie keine Angst vor Schwarzen oder? Gar nicht, überhaupt nicht. Egal, wo sie herkommen. Ja, und wir unterstützen da, wie gesagt, eine Familie in Rheinsberg mit allen möglichen Kinderbekleidung und Möbel und so weiter. Und das ist einfach, alles gut. Halten wir für unsere Pflicht. Und die sind so dankbar. Ja, die können auch lachen, die Kinder. Ja, es kommt natürlich darauf an, genauso wie es in Deutschland auch schwarze Schafe gibt. Ist in jedem Land so, aber ich habe bisher auch noch nie negative Erfahrungen gemacht. Wir selber haben in unserer Firma auch immer wieder Leute, die für uns arbeiten. Na, man ist schon besorgt, ne, über das eine und andere, was man hört. Aber Angst wäre, glaube ich, nicht das Richtige. Das ist das schon, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Wenn sie hier leben wollen und sich integrieren, ja, und in Frieden alles stattfindet, dann wäre das in Ordnung. Ne? Aber ich auch. Seit zwei Jahren bin ich in Deutschland. Seit einem Jahr habe ich Schule gelernt, Deutschkurs. Ich muss einen Beruf haben in Deutschland, arbeiten, richtig arbeiten. Ja, das ist doch schön für Sie. Oder ja, ja. Das sind genauso eine Menschen wie wir auch. Und wenn Sie da dolle Probleme haben, schon alleine wegen des Krieges, ist das sehr, sehr schlimm für den Einzelnen. Weil vorher nicht so viel Ausländer in Deutschland, aber jetzt. Das stört mich überhaupt nicht. Stört mich nicht. Sie sind herzlich willkommen bei uns hier in Europa. Vielen Dank. Ja, wegen Krieg? Ja, ich denke mal vor allem wegen Krieg oder auch weil ihre Familien bedroht sind. Also, ja, also wir sind in so einer Gruppe, wo wir einmal im Monat mit Kindern spielen aus dem Flüchtlingsheim. Übergangswohnheim hier. Übergangswohnheim. Übergangswohnheim. Und da haben wir eigentlich eine gute Erfahrung gemacht und die sind alle total lieb. Ja. Und ich glaube auch, dass es halt schon starke Gründe geben muss, damit jemand seine Heimat verlässt, um hierher zu kommen. Und das ist halt auch bei den Kindern immer der Fall gewesen. Ich glaube, wir packen das und dann wären wir einfach Multikulti-Deutschland und das finde ich eigentlich eher cool. Das sind eigentlich zum größten Teil sind das eigentlich Menschen, Leute, Bürger, die aus irgendwelchen Gründen ihr Land verlassen, weil sie im Prinzip dort verfolgt werden bzw. Krieg herrscht. Und die wollen sich eine Zukunft aufbauen, wollen eventuell, ich war schon mal auch in Jemen, da sind Jugendliche, die gehen in die ganze Welt, wollen sich ausbilden lassen und gehen wieder zurück in ihr Land, um wieder aufzubauen. Und das finde ich gut und so soll es auch sein. Ich war heute in der Stadt und ich hatte Kontakt mit deutschen Leuten
Und ich habe schon gefragt über die Flüchtlinge. Haben Sie Angst vor Flüchtlingen oder nein? Ich hatte Kontakt mit netten Leuten und ich habe gefunden mit netten Leuten für Interview. Und ich wünsche alles nett sein wie Neuropin. Schönen Tag noch. Tschüss.